Das Bundeskriminalamt BKA hat am Dienstag in Berlin einen Bericht zum Thema Gewaltdelikte gegen Frauen in Deutschland 2023 veröffentlicht. Die Statistik ist erschreckend. So stieg unter anderem die Zahl der weiblichen Opfer von häuslicher Gewalt laut der Auswertung des Bundeskriminalamts um 5,6% auf über 180.000. Im Jahr 2022 waren es noch rund 170.000. Drei zentrale Erkenntnisse möchte ich nochmals unterstreichen. Wir stellen fest, dass Frauen immer häufiger zum Ziel von Straftaten werden. Wir sehen, dass sich Straftaten zunehmend auf den digitalen Raum ausweiten. Und wir müssen davon ausgehen, dass es ein großes Dunkelfeld gibt. Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen getötet. Das ist fast jeden Tag ein Femizid. Alle 3 Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt. Jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen in Deutschland Opfer einer Sexualstraftat. Über die Hälfte von ihnen ist minderjährig. Es entsetzt mich, wenn ich diese Zahlen ansehe, wenn ich sehe, wie viele Frauen und Mädchen jeden Tag in Deutschland Opfer von Übergriffen werden. Sie werden Opfer, weil sie Frauen sind. Das ist unerträglich. Es geht uns alle an, nicht nur Frauen. Unser Gewaltschutz ist auf 3 Säulen aufgebaut. Die Prävention, die früh und zielgerichtet bei potenziellen Tätern ansetzt und die klare Ächtung von Gewalt verankert. Die Intervention, Repression und Strafverfolgung durch gut ausgebildete und sensibilisierte Polizei, Familiengerichte und Strafjustiz. Und ein niedrigschwelliges Schutz- und Hilfesystem von Frauenhäusern und Beratungsstellen, an die Frauen sich direkt wenden können, wenn sie Schutz benötigen, ohne eine behördliche Entscheidung abwarten zu müssen. Die Erhebung umfasst Fälle, die der Polizei 2023 bekannt wurden. Die Entwicklung der Daten hängt jedoch stark davon ab, ob häusliche Gewalt bei der Polizei überhaupt angezeigt wird. Insbesondere bei digitaler und partnerschaftlicher Gewalt gehen die Ermittler daher von einer hohen Dunkelziffer aus.